PSV TV live aus dem Burger King bei McDonald's. Aus dem Burger King bei McDonald's. Nach dem Spiel gegen TTC Oelde. Ich möchte nichts sagen heute. Das haben wir knapp mit 9:4 gewonnen und unser Teamchef, der sich sogar jetzt auch ein Bier bei McDonald's genehmigt hat, möchte kurz einen Kommentar abgeben. Ich möchte keinen Kommentar abgeben, weil ich heute ordentlich gespielt habe und keinen Bock habe. Nein, ja. Ehrlich nicht. Ich habe keinen Bock heute. Noch zwei, drei Fragen kurz. Pascal hat eine sogenannte Fettzerrung. Wie funktioniert das? Fettzerrung? Ja. Wo denn? Achso, am Bauch. Weiß ich nicht, da sollten wir lieber Herrn Krei fragen, weil der hat damit Erfahrung. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich möchte nicht viel sagen heute, weil es war einfach ein gutes Spiel von Oelde. Schlechtes Spiel von uns. Ja, das hat wahrscheinlich damit was zu tun, weil wir schon durch sind und irgendwie die Sache nicht mehr so ernst genommen haben. Ja, wie kommt es, dass du Bier bei McDonald's trinkst? Ja, wenn man so schlecht spielt, darf man auch mal ein Bier bei McDonald's trinken. Schlechtes Bier bei McDonald's. Ja, kurz noch Aussicht. Morgen mit unseren kleinen Mädels nach Werne. Klein nicht so, obwohl so ein, zwei davon. Siegen oder fliegen. Wenn sie gewinnen, dann bleiben sie drin. Wenn sie verlieren, sind sie weg. Dein Tipp? 8-5 für uns. Dann noch ein Tipp, Zweiter gegen Dritter in der Bezirksliga Jugend gegen Salzkotten. Keine Chance für uns. 8-4 für Salzkotten. 6 gewinnen wir. Nein. Da bedanken wir uns recht herzlich aus McDonald's in Gütersloh für das nette Interview, für das tolle McDonald's-Bier. Und nach dem Motto, nach dem Spiel ist? Vor dem Spiel.